Hallo. 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 Vanessa, du bist 24 Jahre? 23, geworden. 23, okay. Du hast Schuhgröße, stell dich mal so hin. 37,5. Du musst das doch nicht vorher sagen, wie soll ich das immer... Ach, ey, ist der Po echt? Ja, der ist echt. Der ist echt? Der kommt nach der Mama, ja. Nach der Mama, was ist Mama, Brasilianerin? Libanesin. Oder? Okay. Und sonst, was ist nicht echt? Was bei mir nicht echt ist, ja? Sind die Lippen und die Nase, aber da bin ich ehrlich. Ja, so ehrlich ist doch gut. Ja. Für die Lippen, kommst du mal ein bisschen näher? Ich habe sie so. Seit einem halben Jahr nicht gemacht, besser so. Die Oberlippe, ja? Ja, nur die Oberlippe. Und was war die Nase? Die Nase habe ich in Deutschland gemacht. Deutsche Nase. Nicht so. Pfeif mal, kannst du pfeifen? Nein, nein, ja? Ich habe das nie, das kann ich gar nicht. Okay, ah, doch, ich kann's. Ja, super. Okay. Ja, aber das ist nicht too much, finde ich. Nein, nein, zu viel ist nicht so gut. Ja. Okay. Hast du einen Freund? Nein, Freund habe ich nicht. Suchst du einen? Nein, zurzeit nicht. Okay. Es kommt, wie es kommt. Warum machst du dich so hübsch, wenn du keinen Freund suchst? Mach nicht. Nur für dich? Ja. Du stellst dich dann immer so in den Spiegel und denkst so, oh, meine Lippen, geil. Nein. Ich meine, solche Lippen wollen doch einen Mann küssen, oder nicht? Nicht immer. Ich glaube, die immer? Meisten. Nein, aber ab und zu. Ich meine, warum macht man sich so schöne Lippen, wenn man keinen küssen kann? Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. So rote Lippen soll man küssen. Rote Lippen soll man küssen, so. Ja, was willst du für uns singen? Ich habe von Dua Lipa Harder Than Hell vorbereitet. Oh, okay. Und kannst du das? Ja, ich kann es. Also okay. Ich hoffe, dass ich euch überzeugen kann. Okay, hören wir uns mal an. Okay. So. He calls me the devil. I make him wanna sing. Every time I knock, come on, he can never let me in. Must be homesick for the real. I'm the real secret. You probably still adore me when my hands are on your neck. Danke schön. Solche Musik, das passt überhaupt nicht für dich. Was willst du denn hören, Dieter? Das ist die Frage. Singst du vor Leuten schon? Ja, ich habe mit meinem alten Gesangslehrer, wir hatten schon Auftritte etc. Ja, was hast du da denn gesungen bei den Auftritten? Sing von Rihanna, Diamonds. Haben wir schon 100 Jahre nicht gehört, sing Diamonds mal. Okay. Vielleicht kriegst du uns ja damit. Okay. Mal schauen. Ja, optisch, sehr schöne Frau. Dankeschön. Gesanglich fand ich das persönlich nicht so gut. Ja, ich habe es viele Töne versemmelt, aber genau, gut, dass du selber gemerkt, auch gehört ich gemerkt, das, ja. Aber ich denke, dass es auch die falsche Nummer für dich war. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen anderen Song viel besser singst, aber die Nummer hat mir einfach nicht bei dir gefallen. Ja. Okay, kein Problem. Ja, du bist eine schöne Frau, danke. Keine Frage. Und du hast eine gute Energie, was du mitbringst. Also du stehst da nicht, du schläfst nicht, sondern du bist sehr präsent und das gefällt mir sehr gut. Aber musikalisch müssen jetzt meine Kollegen entscheiden. Ja, ich finde, es war alles ein bisschen drunter, unter dem, was wir brauchen. Nee, das wird nichts. Dieter, das klingt unangenehm, mit was? Mit dem Mikro höre ich, es ist unangenehm, aber ohne Mikro weiß ich, dass es anders ist. Das können wir ausprobieren, aber mit dem Mikro, ich höre, dass es schief ist. Aber denkst du, das Mikro ist schuld? Vanessa, das ich glaube, der Onkel Ton da, dem fliegen gleich die Ohren ab. Ne, Zava, oder siehst du da irgendwie was? Aber ihr könnt mich ja unterstützen in dem. Ich weiß, dass ich das kann.
Man weiß aber ja guck nie. Mal. Ja. Was unser Arbeitsgerät genau. ist das hier. Ich weiß, auf jeden wenn Fall. Wenn du dich besser fühlst, ohne Mikrofon. Ich fühle mich besser, aber das ist. Und wenn dich dann ins Amphitheater ja packen oder was machen wir, weißt du? Aber ich habe es ja selber gehört, Xavier. Natürlich, aber das ist ja das. Man weiß ja nie. Okay, also komm, wir kommen jetzt zum Ende. Das bringt dir jetzt Sarah. Okay. Leider nein. Nein. Ich hätte dir ein Ja für die Optik gegeben, auf jeden Fall. Bei mir ist nein. Bei mir ist es Ja. Wegen der Optik. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich dachte, jetzt hast du nur Optik. Gesang nicht, oder? Gesang ist scheiße. Ja, wegen der Optik. Aber Ja ist Ja. Wegen der Optik Ja und den Gesang. Gesang musst du uns noch beweisen, wenn du weiterkommst. Ja. Zweimal Nein, ja. Zweimal Ja. Okay. Wirklich? Ja. Dankeschön. Dankeschön. Aber wen hast du als CD genommen? Dieter. Ja, dann. Geschafft. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Danke noch für die Nerven, die ihr hattet. Übt zu Hause ganz viel. Okay. Alles klar. Tschüss. Sie hat so was Fürsorgliches, gell? Irgendwie so. Was brauchst du denn? Die Leute, die denken, ja, ich meine, kämpfen brauchst du sie ja. Aber... Nee, was brauchst du denn, Dieter? Was brauchst du denn, Dieter? Kann dir doch alles du musst doch einfach nur sagen. Ja, die hatten schon recht. Ich habe wirklich schief gesungen. Ich habe gemerkt, dass ich schief gesungen habe. Das habe ich wirklich selber gemerkt. Aber ich hoffe, dass ich mich bessern kann. Lisa ist eine tolle Frau eigentlich. Die ist eine, der kann man bestimmt ein paar Sachen übergeben. Das macht sie sehr gewissenhaft. Nur das mit dem Singen, das hätte sie vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen und weniger an der Lippe machen und Nase. Und das war bestimmt gar nicht nötig und mehr an der Stimme.